sitze gerade im Auto und bin auf dem Weg nach Hamburg, beziehungsweise zum Bahnhof. Mein Papa fährt mich, weil ich bin wie immer zu spät dran, nur mit dem Bus zu fahren. Ich hoffe, ich bekomme auch den Zug, weil, ja, it's late, aber egal. Ich fahre jedenfalls jetzt nach Hamburg und treffe mich mit einem Freund. Wir gehen ein bisschen Weihnachtsgeschenke kaufen, vielleicht ein bisschen thriften, mal schauen. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit und ich hoffe, euch gefällt der Vlog, mal ein bisschen was anderes, weil sonst bin ich immer nur zu Hause und mache so random stuff, aber ja. Okay, ich weiß nicht, ob man was hört. Ist ein bisschen unangenehm eigentlich, in der Öffentlichkeit zu filmen, vor allem, weil ich auch gerade noch alleine bin, aber egal. Ich bin jetzt jedenfalls in Hamburg angekommen und ich bin so happy, wieder hier zu sein. Sieht gerade voll weird aus mit meinen Haaren, weil die so in meinem Rollkragen-Ding drin sind. Aber egal, I'm so happy to be back. Yes! Also, ich bin jetzt hier mit Jana am Start. Hi! Wir waren gerade im Alsterhaus. Es sieht super, super fancy aus. Guckt euch mal diese Schaufeln an. Love them! Ich habe jetzt vergessen, drinnen was zu filmen. Wir waren schon da, haben leider nichts gefunden, aber es sieht richtig schön aus. Love that's disguised as pretty presence. Everyone I know deserves. Wir haben uns gerade mal was zu essen geholt. Das hole ich mir immer jedes Jahr, wenn wir hier in Hamburg sind, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wie heißt das, Peter? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr yummy. Ich bin gespannt. She doesn't know that. Bin ich auch drauf? Nee, gerade noch nicht, wenn ich umdrehe. Oh, ey, die kenne ich, Digga. Nice. Oh, Spaß beim Vlog und so. Wir sind gerade in so einen Second-Hand-Laden gegangen. Episode heißt der in Hamburg, falls ihr hier wohnt. Ist ein sehr nicer Laden. Und ich wollte voll gern so einen Korsett-Top haben. Ich finde die richtig cute. Und ich habe auch drei gefunden. Aber die sind einfach alle zu groß. Also voll schade. Ihr seht mal, ich finde die sehen richtig cute aus. Und bei der Jacke bin ich mir total unsicher. Weil eigentlich sieht die total nice aus. Und ich finde die noch in den Ärmeln ein bisschen zu lang. Ich habe die jetzt zwar nicht an, aber egal. Mal schauen, ob ich sie mitnehme oder nicht. Aber ja, sie ist halt ein bisschen klein. Ich habe ja noch mal so eine Jacke probiert. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich hätte voll gerne so eine. Aber die sitzt auch irgendwie viel zu weit. Guck mal, wie sieht so cozy aus von innen. Also es fühlt sich auch so an. Aber viel zu weit irgendwie. Hm. Komm. Nee, das nimmst du nicht mit, aber das nimmst du mit, oder? Das hier. Der ist so richtig weich, der Pullover. Und das Bandana jetzt auch oder nicht? Und ein Bandana. Ah, das Grüne da. Gerade in Jans Uni. Die können einfach am Wochenende hier rein und es sieht so fancy aus. Wie cool, bitte! Ich will hier auch studieren. Sieht einfach so nice aus. Naja, und ich spiele noch ein bisschen Switch. Der Bahn, Leute, und ich habe meine Maske auf, das weiß ich nicht, ob man so gut das versteht. Aber ich bin jetzt noch in Hamburg und ich fahre zurück. Es war ein richtig schöner Tag, aber ich habe keine Weihnachtsgeschenke gekauft und ich habe allgemein gar nichts geshoppt einfach. Ich weiß nicht, das war so sad, weil ich habe in diesem Second-Hand-Laden, also Episode heißt der, ihr müsst reden, wenn ihr in Hamburg wohnt, der ist so, so cool. Aber ich habe nicht wirklich was gefunden, was mir gepasst hat. Also ich hätte diese Korsetts, ich glaube, ich habe die gefilmt, oder? Not sure, girl. Ich hätte sie so, so gerne gekauft, aber die waren mir halt viel zu groß so obenrum, was halt echt sad ist und das sieht dann einfach nicht nice aus. Und bei der Jacke war ich mir total unsicher. Ich hatte dann so eine Umfrage in meiner Story gemacht und die meisten haben für ja abgestimmt. Und ich fand sie auch richtig cool, aber sie war relativ teuer und I don't know, ich wusste nicht, ob ich sie jetzt letztendlich wirklich so oft anziehe. So habe ich sie jetzt einfach mal nicht gekauft. Ich werde nochmal an einem anderen Tag wiederkommen, wo ich so ein bisschen mehr Zeit habe. Ich bin wieder zu Hause und ich bin einfach eben bei meiner Schwester im Zimmer eingeschlafen. Also ich bin angekommen und habe ihr Hallo gesagt und so, weil ich bin heute auch erst mit Janik wieder zurück nach Hause gefahren und wir bleiben jetzt über Weihnachten und Silvester und so. Wir fahren jetzt nächstes Jahr wieder in unsere Wohnung. Und meine Schwester war aber heute Morgen gar nicht da, wo ich angekommen bin, habe ich ihr eben Hallo gesagt und habe mich ins Bett gelegt von ihr und ich war eingepennt, ich war so müde. Ja, ich wollte das Video einfach nochmal abgerundet beenden, sonst ist es total random gewesen. Und schaut mal hier, ich fühle mich so komisch, als ob ich keine Ahnung wo gewesen wäre. Aber dadurch, dass die 2G haben überall in Hamburg, bekommt man bei einigen Läden oder auf dem Weihnachtsmarkt, also das untere ist vom Weihnachtsmarkt und das obere ist vom Alsterhaus, hat man so ein Bändchen bekommen, damit die wissen, dass man schon abgecheckt wurde. Das muss ich gleich mal abmachen, weil
Das stört voll. Und es ist so eng, nicht so eng, so super locker. Sonst ist es immer viel zu eng. I don't know, was die hier gemacht haben. Naja, auf jeden Fall. Hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und yes, ich glaube, der Vlog war einfach so chaotisch. aber naja, nächstes Mal wird's besser. Yes, also bis zum nächsten Mal. Ciao!